Es gab damals einen Mann in Ägypten, der hat gesagt, Wallahi, ich halte meine Frau nicht mehr aus. Sie haben ihm gesagt, dann scheide sie, subhanallah. Jedes Mal beschwerst du dich über deine Frau. Er sagte, ich würde sie scheiden, aber ich hätte Angst, dass einer von euch sie heiratet und genauso geprüft wird. Und eines Tages haben sie ihn gesehen an ihrem Grab. Dann sagte er, Antitaliq, 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 vor ihrem Grab. Du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden. Die sagten, Asbahta Majnunan, bist du verrückt geworden? Was ist los mit dir? Du scheidest deine Frau, während sie im Grab ist. Er sagte, Wallahi, ich wollte nur sicher sein, wenn wir beide ins Paradies kommen, dass ich nicht wieder mit ihr verheiratet werde.